Was ist die Lästerung gegen den Heiligen Geist? Ich habe immer wieder Christen kennengelernt, die Angst haben, dass sie das aus Versehen gemacht haben, weil sie irgendwas Unbedachtes gesagt haben. Und dann, sagt Jesus ja, dann kann ihnen nicht mehr vergeben werden. Also Matthäus 12, 31. Deshalb sage ich euch, sagt Jesus hier, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Was bedeutet das jetzt? Wir müssen den Text im Zusammenhang sehen. Und im Zusammenhang sehen wir Folgendes. Jesus hat ein Wunder getan und dann kommen seine Gegner und sagen, Moment mal, das war nicht der Geist Gottes, das war ein Dämon, der das getan hat. Das heißt, sie lästern letzten Endes den Heiligen Geist. Sie sagen, nee, das hat mit dem Heiligen Geist nichts zu tun. Und sie ziehen dadurch Menschen von Jesus weg. Also sie bewirken, dass die Menschen Jesus nicht nachfolgen. Sie stellen sich gegen Jesus, sie manipulieren Menschen. Und das ist richtig heftig, dieses sich bewusst dagegen stellen. Und gleichzeitig wissen sie wahrscheinlich sogar, dass es in Wirklichkeit doch der Geist Gottes ist, der diese Wunder durch Jesus bewirkt hat. Also wer so etwas macht, der hat die Vergebung endgültig verspielt. Und da wird klar, dass man diese Sünde niemals aus Versehen tun kann. Es gehört ein Vorsatz dazu, es gehört eine Bösartigkeit dazu und es gehört das Wissen dazu, dass das, was man sagt, eigentlich gar nicht stimmt.